Und mal wieder herzlich willkommen zurück. So. Dieses So habe ich auch irgendwie immer drin. Naja. Was hatten wir das letzte Mal Schönes gemacht? Wir hatten da Tütchen da hinten gefunden. Und waren hier im Garten, glaube ich, noch ein bisschen am Rumwerken. Wie sieht es denn mit unserem Komposthaufen aus? Wächst und gedeiht. Sehr schön. Ist auch wieder was gut. Das war ja auch so langsam am umordnen hier, dass wir die bessere Erde benutzen. Und ich habe mir überlegt, was wir mal in Angriff nehmen könnten, wäre mal ein bisschen nach Bienen suchen. Ich würde mir gerne hier irgendwo so ein paar Kästen hinklatschen, wo wir dann ein bisschen Honig bekommen. Und soweit ich weiß, geht das sogar schneller, wenn Blumen in der Nähe sind. Und da haben wir hier ja überhaupt keine Probleme. Deswegen, hier geht die Sonne auf, deswegen haben wir noch morgen, sehr gut. Essen ist ein bisschen. Ach, stimmt, wir wollten die Dinger noch einpflanzen gehen. Da hatten wir ja auch unsere. Ah ja, ich erinnere mich. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen, sofern wir dann den Kram fertig bekommen dafür. Treppen. Okay, was auch immer ich da gemacht habe. Ist nämlich nochmal ein kleines bisschen her seit der letzten Aufnahme. Und ihr kennt mich ja, ich bin immer ein bisschen verwirrt. Was wollte ich tun? Ich wollte. Genau, ich wollte nochmal Toasts machen. Jetzt nochmal ein bisschen Weizen. Und zack. Denn ein bisschen Proviant schadet nichts, wenn wir uns auf die Suche nach Bienenstöcken machen wollen. Honig kann man auch nochmal sehr viel kochen. Und den kann man auch so snacken, also. Why not, ne? Ich laufe hier schon mal so in der näheren Umgebung ein bisschen ab. Die spawnen ja einfach so in Bäumen drin. Müssen wir ein bisschen die Augen aufhalten. Ich habe jetzt noch keine bewusst gesehen, wobei ich auch noch nicht wirklich drauf geachtet habe. Und ich habe mir dazu auch mal. Oh. Oh. Da gucken wir irgendwann später mal rein, wenn ich, ja. Wenn ich mal nicht nach anderen Sachen gucke. Wobei, die könnten wir uns markieren mit einer Fackel. Ich finde sie jetzt schon nicht mehr. War auch gut versteckt. Ja, mal im Ernst, wo war das? Ach, ich werde schon irgendwann wieder aus Versehen reinfallen. Ja, auf jeden Fall, die spawnen in Bäumen und ich hatte mir da ein Tutorial-Video von der guten Pam höchstpersönlich angeguckt. Was ich sehr vorbildlich finde, ist, dass die Mod-Entwickler einfach ihre Mods auch erklären. Weil meistens sind die Wikis und so weiter so schlecht dokumentiert. Das ist leider ein bisschen schade. Aber ja, ich habe mir da so ein bisschen angeguckt bei der guten Pam, wie das funktioniert. Weil das ist ja auch von Pams Harvestcraft. Und das ist eigentlich ziemlich einfach. Wir müssen uns so einen Bienenkorb praktisch craften. Aus dem Bienenstock, wenn wir denn einen finden, bekommen wir eine Königsbiene, also eine Bienenkönigin. Die stecken wir dann einfach in den Korb und die produziert so nach und nach Honig. Problem ist nur, das geht nicht unendlich lange so. Irgendwann ist, ja, ich nenne es mal, die Biene aufgebraucht. Die hat so ein bisschen, ich nenne es mal Ausdauer. Oh, da vorne ist schon einer. Sehr gut. Und wenn die Ausdauer von der lieben Biene leer ist, oh, hier waren wir auch schon, dann kann man die aber in Gelée Royale verarbeiten. Und da haben wir eine Bienenkönigin. Queen Bee. Nur eine ist da ein bisschen wenig. Ich glaube, ich laufe hier noch ein bisschen mehr rum. Wir haben ja genug Bäume in der Nähe, ne? Jedenfalls, mit diesem Gelée Royale können wir dann, wenn wir Glück hatten und die Biene noch eine Larve produziert hat, können wir die Larve und das Gelée Royale nochmal zu einer voll funktionstüchtigen Bienenkönigin craften. Und die stecken wir dann einfach wieder rein. Also, in der Regel hat man die Biene dann dauerhaft. Wenn man ein bisschen Pech hat, kriegt man keine Larve, aber das Gelée Royale, was man dazu braucht, hat man immer.
Deswegen, wenn man mehrere Bienen haben, kann es auch mal sein, dass eine mehrere Larven produziert. Also sollte sich das, denke ich mal, mit der Zeit ausgleichen. Aber deswegen wäre es auch ganz praktisch, wenn man vielleicht. Oh, da hinten ist nochmal ein Baum gewachsen. Sehr schön. Deswegen wäre es wahrscheinlich auch praktisch, wenn wir mehrere Bienen hätten. Weil wenn wir jetzt Pech haben, was bei mir leider manchmal vorkommt, produziert unsere eine Biene, die wir hier haben, keine Larve. Und dann sind wir leicht aufgeschmissen. Nee, das ist nur ein Graben, das ist keine richtige Höhle. Schade. Ja, aber das würde ich auf jeden Fall gerne machen. Also ein kleines Feld abstecken, wo wir dann einfach die Wiese so lassen, wie sie ist. Ein bisschen Zäunchen drumherum. Und da stellen wir dann einfach ein paar Bienenkörbe rein. Ich glaube, das ist ganz cool. Und das produziert uns dann einfach Honig, den wir auch essen können. Und Honig ist lecker, süß und sogar gesund. Natürlich auch nur in Maßen genießen. Ich glaube, es ist auch nicht gesund, wenn man jeden Tag 2 Gläser Honig löffelt. Aber ich glaube, das wäre auch ziemlich eklig. Wobei es soll ja auch Leute geben, die Mayonnaise fressen. Und zwar pur. Erinnert mich an den guten Kanal Swedish Mealtime. Pre-Dinner Snack. Aber lassen wir das. Das. Ja, wobei. Würde mich auch mal interessieren. Ich bin da ja so ein bisschen. Ja, ängstlich, sage ich mal, was es angeht, einfach so off-topic ein bisschen Kram zu erzählen, auch so ein bisschen dumm labern. Das machen wir ja in den anderen Let's Plays, also in Sims und in Knights of Honor, machen wir das gerne mal, wenn wir so zusammenhocken und einfach ein bisschen Blödsinn labern. Aber das wollte ich hier in Minecraft eigentlich ein bisschen vermeiden, wenn ich ehrlich bin. Denn, ja, großes Rumgeschreie und Schimpfwort, Schimpfwort. Finde ich. Kann mal lustig sein, muss aber nicht immer sein. Ne? Also könnt ihr mal eure Meinung da ein bisschen kundtun, wie das hier in Minecraft ist. Stört euch das, wenn ich hier auch so mal ein bisschen dumm labere, so mal ein paar Zitate aus irgendwelchen dummen YouTube-Videos rauslasse oder soll man das lassen? Ich persönlich glaube ja eher, dass wir es lassen sollten hier, weil ja, so ein bisschen ruhige Atmosphäre würde ich hier eigentlich doch lassen. So, und ich finde irgendwie keine Bienenkörbe mehr. Ah, na, na, Pam, du hast doch gesagt, die sind jetzt leicht zu finden. Na, wobei, einen haben wir ja schon. Von da hinten kamen wir, als wir in das Gebiet kamen, oder? Ich weiß es gar nicht. Wobei, hier ist auch echt schön. Hier so der Hügel mit den Bäumen bei Sonnenaufgang. Vielleicht, wenn wir unser Dorf ausbreiten, ziehen wir auch hier hin und machen hier mal noch so eine. Ist das ein Kürbis? Squirrel! Nee, ich glaube, hier können wir auch noch ein bisschen was bauen, weil hier ist auch echt schön. Hier ist auch schön flach. Ne, ich glaube, hier ist cool. Aber ich glaube, hier kann man auch nicht vorbei, weil den Kürbis hätten wir sonst wahrscheinlich mitgenommen. So, ich würde mich jetzt aber wieder auf den Rückweg machen, weil es wird wieder dunkel. Und wenn wir nochmal ein bisschen mehr Proviant haben, dann gehen wir auch mal in das Sumpfbiom und gucken uns da ein bisschen um. Der letzte Ausflug hat sich ja eigentlich schon ein bisschen gelohnt. Wir hatten ja das Häuschen gefunden, haben Früchte gefunden. Vor allem können wir da mit Nutella machen. Ich liebe Nutella. Oh, ist das. Ist das. Nee, hier hat es nur gebrannt. Das ist Holz. Ich dachte, da hängt irgendwie ein Bienenkorb drin, aber naja. Nehmen wir mal mit, dass wir hier nicht die Baumkronen rumschweben haben. Das sieht meistens nämlich eher nicht so schön aus. Wobei das halt auch ein bisschen blöd mit diesen oberirdischen Lavaseen ist. Jetzt muss ich mich aber ein bisschen beeilen. Ich habe keine Lust, dass das wieder so ausgeht wie beim Rückweg vom letzten Ausflug. War nämlich nicht meine Sternstunde, muss ich ja zugeben. Vor allem habe ich keine Lust zu sterben.
Weil solange wir noch die Gelegenheit haben, machen wir mal ein bisschen was essen. So viel haben wir ja leider nicht dabei. So. Schon mal das Schwert in die Hand nehmen. Nur für alle Fälle. Und da leuchtet das Schaf. Das ist ein kleiner See. Und da leuchtet unser kleines Häuschen. Komm, sprinten wir noch das letzte Stück nach Hause. Und safe. So. Und dann mal schön ins Bettchen. Guten Morgen, Welt. So. Ist draußen was gespawnt? Ja. War nicht ganz rechtzeitig. Schade. Aber unser Toast müsste gut sein. Aber hier so ein... Huch, falscher Ofen. Schon einen schönen Frühstückssnack. Geil, Toast. So. Wie sieht's hier aus? Der Baum ist gewachsen. Den brauchen wir den. Ich kann mich erinnern, ich habe mich das letzte Mal geärgert, dass ich kein Holz hatte. Aber ich weiß nicht mehr warum. Oder war das was anderes? Ich weiß es nicht. Denn ich muss ja sagen, ich habe in der Zwischenzeit noch mit dem guten Herrn Fail ein bisschen privat gespielt. Zwar nicht mit Life in the Woods. Wir hatten da ein bisschen mal nochmal in Industrial Craft reingeschaut. Kann auch sein, dass es da gewesen war, dass ich mich gerade wegen dem Holz geärgert habe. Aber egal. So. Ich würde ja dann sagen, der Tag ist frisch. Wir haben hier noch ein bisschen was zu fressen. Nehmen wir uns hier mal noch... was haben wir denn am meisten von der Kartoffel hier, ne? Hier drei. Hot Chocolate. So. Es gibt das uns eigentlich ja gar nicht so viel. Aber ich denke mal, das reicht als erstmals Reiseproviant. Das packe ich immer noch hier rein. Die Bienenkönigin, die wir schon haben. Oh, und der Platz sollte reichen, falls wir noch irgendwas Tolles finden. Wobei, den Kürbis, den können wir eigentlich hier dazulegen. Die Seeds können wir eigentlich mal nochmal anpflanzen. Platz haben wir ja noch ein bisschen. Yep. Dann haben wir den Platz auch nochmal. Und zack, 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 zack. Gut, dann würde ich jetzt mal da hinten Richtung Sumpf gucken gehen. Das war ja hier links neben unserem... wie hieß das Biom eigentlich? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall war das links davon. Gehen wir jetzt auch mal ein bisschen reinluken. Vielleicht finden wir ja wieder was zu... ja. Es sind immer so die Momente, wo man zwei Worte gleichzeitig sagen will. Das ist furchtbar. Vielleicht finden wir da ja was Schönes. Oh, hier haben wir auch nochmal eine kleine Höhle. Da hätten wir sogar anderen Stein gehabt. Guck mal an. Aber wir haben uns ja jetzt schon ein bisschen runtergebuddelt. Wir haben ja jetzt auch eine andere Gesteinsschicht. Also passt das ja alles. Ich finde das schön, dass die Biome auch meistens durch so einen kleinen Fluss getrennt sind. Grillen. Ich kenne jemanden, der sich über dieses Zirpen sehr freut. Und ich freue mich drüber, dass die in meinem Biom überhaupt nicht spawnen. Ha. Ach ja. Boah, Ente, erschreckt mich nicht so. Ja, eine schöne... Weil doch, wir waren mal kurz hier drin, an den See, beziehungsweise an das, naja, an diese Sumpflandschaft hier, kann ich mich doch erinnern. Was ist denn das hier? Ah, stimmt, es gibt ja auch verschiedene Arten Hängepflanzen. Schütimte ja. Da habe ich schon erwähnt, dass ich mir mal einen Kompass machen sollte. Ja.
Diese komischen Pflanzen an Bäumen sind auch mal interessant. Stimmt, das war auch, wie wir hier durch den Wald gelaufen sind. Da kamen wir auch am Fluss, am Sumpf vorbei. Der See ist echt schön. Können wir uns auch noch ein kleines. Hier wäre eigentlich sehr schön für so eine kleine Fischerhütte. Ach, so viele Möglichkeiten. Und im Wasser muss man jetzt auch ein bisschen aufpassen, weil ich habe auch schon mal in einem Fluss Piranhas gesehen. Und ja, wenn man schon mal öfter Piranhas in Videospielen gesehen hat, dann weiß man, man sollte da ein bisschen aufpassen. Eine Hexenhütte. Das war jetzt nichts Spannendes, weil das hier Vanillakram ist, aber wir können ja trotzdem mal reingucken. Ist denn die Hexe zu Hause? Sieht nicht so aus. Ja. Ah, ist leider nichts drin und ja, es lohnt sich nicht, den Kram hier zu klauen. Sind wir mal ehrlich. Schade. Wobei mal die Augen noch an den Bäumen offen halten. Einerseits wegen Früchten, andererseits, das sieht doch fast wie eine gewollte Brücke aus. Ich glaube, das ist wirklich gewollt. Vielleicht werden auch so kleinere Sachen generiert. Hier so als kleiner Schmuddelpfad durch den Matsch und dann so eine kleine Sandbrücke. Könnte ich mir vorstellen, dass sowas auch generiert wird, absichtlich. Fände ich auf jeden Fall cool. Die Gardens können wir eigentlich noch mal ein bisschen mitnehmen. Aber ja. Ein bisschen nach Früchten und Bienen Ausschau halten. Was seid ihr denn? Cordgrass. Interessant. Deathcap. So groß scheint der Sumpf gar nicht zu sein, oder? Wobei der streckt sich dann wahrscheinlich eher noch hier in die längliche Richtung, oder? Wobei hier sind nochmal die größeren Bäume. Und Loch. Einfach so. Was haben wir hier? Ah, das sind auch nur Pilze. Ah, schade, sieht hier gar nicht mal so aus, als ob hier was Tolles wäre. Die Hütte kennen wir ja. Oh, schade, war der Ausflug in den Sumpf doch gar nicht mal so interessant. Haben aber eine schöne Geräuschkulisse. Zip, zip, quack, quack, quack. Was bist du? Ein Herb Garden. Ui. Tee. Und Gewürze. Und Sellerie. Na, trotzdem cool. Leafy Artischocken. Den Kram müssen wir jetzt auch uns, ja, den Kram müssen wir uns jetzt auch mal ein bisschen aufheben, damit wir das alles noch zum Anpflanzen nachher haben. Am Anfang war ich da ja recht skrupellos, da haben wir das einfach mitgesnackt, wenn es nötig war. Toll, hier kommt man nicht durch. Aber mittlerweile würde ich da doch mal ein bisschen aufpassen. Schade, schade. Naja, dann suchen wir uns jetzt erstmal ein schönes Fleckchen aus, wo wir das mit den Bienen machen und können ja die eine schon mal hier fertig machen. Würde ich da hinten mal noch den Baum ein bisschen abholzen, dass wir auch das Holz dazu haben. Und dann können wir uns ja nochmal demnächst auf die Suche machen. Diesmal bin ich pünktlich zu Hause, Mami. So. Hungry. Erstmal ein paar Toasts fressen. Wir haben einen Pilz mitgenommen. Wann denn das?
Ja, so langsam geht das echt mit hier der Nahrungsversorgung. Es sind immer wieder welche gut, wenn wir dran vorbeigehen. So, hier haben wir wieder ein bisschen über. Wir haben sehr viel, was wir zu Kompost machen können. Auch den Pilz schmeißen wir mal mit drauf, den brauchen wir gerade nicht. Machen wir hier nochmal Sticks draus. Nach alter Tradition. Und werfen die auch mit drauf. Ist sonst noch irgendwas, was weg kann? Eigentlich nicht. So, dann das Gemüse, was wir da noch gesammelt hatten, packen wir erstmal hier nochmal in die Kiste dazu. Als Zutaten. So. Das sollte es sein. Dann brauche ich eine neue Axt. Und ich war natürlich so schlau und habe mein ganzes Holz verplempert. Wobei ich kann mir die Sticks nochmal einfach zwei rausholen für die neue Axt. So ist es ja nicht. Na, nicht so. Brauche nur zwei. So. This is better. Den hier und den hier. Gehen wir gerade nochmal ins Bett. Dum-di-dum. So. Und die Uhr sagt leider wieder, dass die Folge mal wieder rum ist. Ah, ich komme mir dann irgendwie immer so ein bisschen blöd vor, wenn ich die ganze Folge nur irgendwie ein bisschen rumlaufe und nach Bienen suche. Aber gehört ja dazu. Ist ja Minecraft. Da läuft man auch mal rum. Gerade bei Life in the Woods. Aber egal. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und ja, tschüss.